Hallo und ahoi zum 10. Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das 6. Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Das ist doch etwas. Ich kann mich gar nicht erinnern, aber ja, ich glaube auch beim ersten Durchlauf, da war das relativ schnell erledigt. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Also wusste man damals nicht. So, ich überlege, ob ich Lust hätte auf irgendwas zu essen, aber man soll auch nicht so viel essen und ich habe ja heute schon. Genau, was haben wir denn? 1646. Naja, dann machen wir jetzt noch, naja, ein oder zwei. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen. Ich habe nämlich noch ein zweites Spiel in der Hinterhand, was ich schon lange nicht mehr gespielt habe und vielleicht mache ich da noch eine Runde in. Aber das sehen wir dann. Gut. Dann sind wir zurück in Amelia Island. Da waren wir schon. Ganz am Anfang. Dann sind wir nach Monkey Island gereist. Jetzt sind wir wieder zurück in Amelia Island. Und ganz offensichtlich ist hier einiges schiefgegangen. Zum Beispiel brennt die Scumbar. Warum? Hast du das Erdbeben gespürt? Ich war zu sehr damit beschäftigt, um mein Leben zu retten. Du hast das Kochbuch gerettet. Ja, ich habe das Kochbuch gerettet. Die Decke stürzte ein, das Gebäude brannte, überall rannten Menschen herum. Und ich habe das Kochbuch gerettet. Cool. Gern geschehen. Bist du mit dem Kochbuch fertig? Ich hätte es gern zurück. Nein, du kannst es nicht nehmen. Da meine Bar weg ist und ich keine Hoffnung habe, sie zu reparieren, ist das alles, was ich noch habe. Okay, dann nicht. Wie kommt es, dass du noch hier bist? Die Bar ist halb zusammengebrochen und steht in Flammen. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Was trinkst du da? Soda mit einem Hauch von Avocado. Für deinen Grockgaum ist es vielleicht ein bisschen zu sprudelig. Oh, klingt exotisch. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Das war erfrischend. Hast du noch mehr von dem sprudelnden Zeug? Zieh Leine. Okay. Das war zu erwarten. Auch wenn es ein flacher Gag ist. Gib auf, alter Mann. Das Geheimnis wird uns gehören. Ich war schon vor deiner Geburt auf der Suche nach dem Geheimnis. Das ist genau mein Punkt. Das Geheimnis zu finden ist ein Spiel für junge Piraten. Jahre
jahrelange Erfahrung und mein unermüdlicher Ehrgeiz werden dafür sorgen, dass das Geheimnis mein ist. Nur wenn du nicht vorher einen Herzinfarkt bekommst. Letzte Chance, es aufzugeben. Sonst vernichten wir dich. Runter von meinem Meer! Ich bin beeindruckt von deiner Rammtechnik bei Seitenwind. Das muss ich in mein Buch aufnehmen. Meine Mannschaft ist recht geschickt, wenn sie die richtige Motivation hat. Ich mache mir immer noch Sorgen um Threepwood. Er taucht immer auf die unerwarteteste Weise auf. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um Threepwood machen. Ich habe ihn gebrochen und dem Tod nahe am Fuße einer Klippe zurückgelassen. Sein Auge war verquollen und aus seinem Bein ragte ein Knochen heraus. Wahrscheinlich haben die Tiere seine Gliedmaßen bereits von einem Ende der Insel zum anderen verstreut. Wir sind uns also einig, dass wir aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen und uns zusammentun, um das Geheimnis zu finden. Einverstanden. Keine zwielichtigen Sachen. Wir teilen uns das Geheimnis. Partner. So stelle ich mir das vor. Haben wir ja noch eine richtige Zwischensequenz. Mann. Ja, da war richtig was los, ne? Kanonenfeuer. Tja. Habe ich auch nicht mehr im Kopf gehabt. Jemand hat Elaines Skorbutflugblatt verunstaltet. Aber wir können es nicht mitnehmen. Warum nicht? Ist doch nicht schön. Ja, hier hat es tatsächlich irgendwie gerumst, ne? Könnte man den Eindruck bekommen. Bin ich zu spät? War LeChuck hier? Ist Madison gekommen? Haben Sie es bekommen? Wo ist das Geheimnis? Oh, noch eine Quizkarte. Ach, wie schön. Du hast es die ganze Zeit über gehabt. Ich besitze wenig und zugleich viel. Worauf beziehst du dich? Stell dich nicht dumm, Corina. Ich habe die Karte. Das Geheimnis von Monkey Island ist hier. Was möchtest du wissen? Es ist in dem großen Tresor neben der Tür, richtig? Ja. Aha. Das ist doch wohl offensichtlich. Wo sind die Schlüssel zum Tresor? Ich möchte ihn so bald wie möglich öffnen. Ich bin daran gehindert, dir mit den Schlüsseln zu helfen. Ah. Aber es gibt jemanden in der Nähe, der viel weiß. Wie kann ich ihn finden? Sie. Und sie wird dich finden. Woher weißt du das? Sie steht vor dem Laden. Warum hast du das Geheimnis an dich genommen? Gehört es nicht auf Monkey Island? Ich habe nichts genommen. Der Tresor kam so, wie du ihn siehst, zu mir und gehört jemand anderem. Ich akzeptierte eine Gebühr und belegte ihn mit einem Zauber, um zu verhindern, dass er bewegt wird. Das ist alles. Wem gehört der Tresor? Leider gibt es Kräfte, die mich daran hindern, den wahren Besitzer preiszugeben. Ein mit Blut unterzeichneter Vertrag, der grausame Strafen für die Preisgabe von Informationen vorsieht. Eine Art Voodoo-Ding? Nein. Wie konntest du das vor mir geheim halten? Du wusstest, dass ich danach gesucht habe. Es ist kein Geheimnis vor dir, Guybrush Threepwood. Es ist ein Geheimnis. Punkt. Ich bin an eine Vereinbarung gebunden. Sind LeChuck oder Captain Madison hier gewesen? Nein. Das ist seltsam. Sie waren mir weit voraus. Manchmal ist es besser, zwei Feinde zu haben als einen. Aber du solltest keine Zeit verlieren. Vielleicht habe ich später noch mehr Fragen an dich. Vielleicht habe ich Antworten. Aber ich verspreche nichts. Hm.
Ich hasse es, ihn hier zu lassen, aber ich kann den Tresor nicht mitnehmen und ich muss Schlüssel finden, um ihn zu öffnen. Oh. Ah! Du hast das Geheimnis gefunden. Du bist ein Funke unter gefallenen Blättern. Geheimnis? Welches Geheimnis? Ich gebe nichts zu. Du kannst den Blick in deinen Augen nicht verbergen. Ich kenne ihn gut. Ich bin Wydaleen Bones. Whitey. Wie du verzerrt mich die Jagd nach dem Geheimnis. Wie du weiß ich, wo das Geheimnis liegt. Aber mir fehlen die Mittel, um den Tresor zu öffnen. Du musst viele Fragen haben. Ja, vielleicht aber auch nicht. Wie öffne ich den Tresor? 5 Schlösser. 5 Schlüssel. Goldene Schlüssel. Vor langer Zeit versteckt. Wo kann ich die goldenen Schlüssel finden? Die meisten sind bereits gefunden. Ich habe selbst einen. Die alte Mrs. Smith hatte einen, bevor sie starb. Und Bella Fischer auch. Ich habe auch gehört, dass einer auf Bermuda gefunden wurde. Das sind nur 4. Ein weiterer sollte auf Terror Island versteckt sein. Dieser wurde nie gefunden. Warte, ich schreibe das alles auf meine To-Do-Liste. Das klingt gar nicht so schwer. Viele Leute kommen nicht mehr von Terror Island zurück. Außerdem ist Bella Fischer auf dem Meer gesunken und niemand weiß wo. Hm. Sie hat ihren Schlüssel mitgenommen. Oh. Andere haben danach aufgehört, es zu versuchen. Nicht viele suchen noch nach den goldenen Schlüsseln. Vielleicht nur ich. Und jetzt du. Ja, viel Exposition. Wie sehen die goldenen Schlüssel aus? Sie sind aus Gold. Es ist nur Farbe. Aber sie sehen schön aus. Hm. Ich wüsste zwar nicht, inwiefern das Aussehen, aber gut, für die Funktion eine Konsequenz hat. Kann ich mir den Schlüssel ausleihen, den du hast? Nur um's auszuprobieren? Nicht so schnell, du Schlaumeier. Whitey Bones lässt sich nicht so leicht überlisten. Nein. Beweise, dass du was drauf hast. Komm zu mir, wenn du mehr Schlüssel hast als ich. Und vielleicht spreche ich mit dir über eine Partnerschaft. Hm. Warum ist das Geheimnis im Tresor und nicht auf Monkey Island? Weißt du das? Das Geheimnis war schon immer im Tresor. Aha. Wie kommt es, dass ich davon noch nie etwas gehört habe? Ich bin ein großer Fan vom Geheimnis von Monkey Island. Man sollte meinen, ich würde davon wissen. Die Hinweise waren tief und clever vergraben. Nur wenige haben sie je entschlüsselt. Und wir behalten sie für uns. Hm. Das erscheint alles unnötig kompliziert. So ist das Leben manchmal. Am besten genießt du einfach die Fahrt. Du scheinst klarer zu sein als damals, als du aus dem Fenster auf der oberen Straße geschrien hast. Wir haben alle unsere guten und schlechten Tage. Wenn du es noch nicht weißt, wirst du schon noch verstehen. Wir sehen uns, Whitey. Ich muss die Schlüssel aufspüren. Okay, kluger Junge. Aber pass auf, was du tust. Es gibt einen Fluch. Die Schlüssel sind durch einen schrecklichen Fluch geschützt. Hüte dich. Wow, ein Fluch? Wirklich? Nein. Ich meine, ja, das hat sie gesagt, aber sie war bloß dramatisch. Whitey macht gern einen dramatischen Abgang. Nun, eines ist sicher. Ich weiß nicht, wie man zu einer der beiden Inseln kommt, die sie erwähnt hat. Ich sollte mir lieber gleich eine gute Seekarte besorgen. Das ist eine gute Idee. Zum Glück sind wir direkt gegenüber von einem sehr guten Kartenmacher. Hey, Wally. Hast du eine Seekarte von der Gegend? Und kannst du die Standorte von Terror Island und Bermuda notieren? Kein Problem. Ich werde auch noch ein paar Extras hinzufügen. Die Schiffsverfolgungsfunktion wird dich umhauen. Es ist ein kleiner Trick, den ich kenne. Du musst bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen, wenn du es wie ich zu etwas Großem bringen willst. Sei vorsichtig.
Die letzten Piraten, für die ich eine Karte zu Terror Island erstellt habe, wurden nie wieder gesehen. Und Bermuda kann einen bis auf die Knochen herunterkühlen. Nicht viele Piraten wollen dort hinauf. Oh, und wenn du nach Skirby Island kommst, grüß Elaine von mir. Danke, Wally. Und es tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Ja, als guter Kartenmacher muss man halt schon einen Schritt weitermachen, ist ja klar. Im Zweifel GPS. So, können wir hier noch was machen? Nee, ich glaube, alles, was wir mitnehmen können, haben wir schon mitgenommen. Alles, was wir uns angucken können, haben wir schon angeguckt. Oh ja, wir können uns den neuen Fischladen angucken. Willkommen im tollen Hecht, Threepwood. Danke. Bei uns gibt es den frischesten Fisch und auch die frischeste Gesellschaft. Frisches. Egal, ob du hier bist, um etwas zu kaufen oder um dir die Zeit zu vertreiben. Es ist uns egal. Aber natürlich ist es uns lieber, wenn du etwas kaufst. Ich habe den Rabatt nicht vergessen, den du mir angeboten hast. Ja. Ah, wir müssen wirklich aufhören, das zu tun. Ich weiß. Ja, das sollte man nicht machen, wenn man schon keine Kunden hat. So. Es gibt Schleimaal, Krötenfisch, Schleimfisch, Bückling und Beulensauger. Was sind das hier für kleine gelbe Kerle? Das sind Beulensauger. Sie sind leicht zu essen und eignen sich hervorragend zum Aussaugen von Zysten und Furunkeln. Das klingt ja praktisch. Hat man nicht nur was zum Essen? Wie viel für den Goldfisch? Sushi ist ein Haustier. Sie ist nicht zu verkaufen, egal zu welchem Preis. Okay. Es ist eine Kopie von Am Ende der Planke. Oh, Ei, ein Geschenk von einem guten Freund. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Was sind das für klumpige Kerle? Krötenfische. Überraschenderweise keine Beziehung zu echten Kröten. Ach nee. Was sind diese Spitzen? Schleimfische. Manche Leute schneiden die Spitzenteile vor dem Verzehr ab. Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Die sind ja riesig. Was sind das für welche? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Wir haben sie auf dem Boden der Ladung gefunden. Sind das Aale? Schleimaale. Sehr lecker. Aber lass sie sich nicht um deinen Hals wickeln. Sind die Kugelfische zu verkaufen? Tatsächlich nicht. Die sind für den persönlichen Gebrauch. Sie eignen sich hervorragend für Rülpswettbewerbe. Willst du mitmachen? Da sage ich nicht nein. Der Gewinner darf den Kugelfisch behalten. Nicht schlecht. Ich erkläre dies hiermit zu einem Unentschieden. Nun gut. Unentschieden. Da muss man wohl noch ein bisschen was machen, bevor man das gewinnen kann. Das ist eine interessante Befestigungsmethode. Den habe ich bei einem Fluchtversuch gefangen. Was ist das für eine Flagge mit den vielen Löchern? Darauf sind wir ziemlich stolz. Wir haben sie eines Tages in einem Fischernetz gefangen. Das ist eine der typischen Flaggen von Bella Fischer höchstpersönlich. Bella Fischer? Das war Bella Fischers Flagge? Das habe ich gesagt, ja. Steht die Flagge zum Verkauf? Hüte deine Zunge. Das ist Eigentum der Seeteufel. Der was? Niemand.
Es ist zu spät. Der Köder ist aus dem Sack. Wir können es ihm genauso gut sagen. Ja, sagt es mir. Die Seeteufel sind eine halbgeheime Gesellschaft von Anglern. In der Tat ein bisschen mehr halb als noch vor einer Minute. Entschuldigung. Angler? Das bedeutet Menschen, die fischen. Ja. Meistens erzählen wir Geschichten. Ei, Geschichten über Fische. Kann ich den Seeteufeln beitreten? Nun. Ich kann eine gute Geschichte erzählen. Hast du irgendwelche guten Fischgeschichten? Ja, einmal wurde ich von einer Seekuh verschluckt. Ei, hör auf und lass mich dir einen Rat geben. Schreibe die Geschichte stattdessen über einen Wal. Aber es war kein Wal, es war eine Seekuh. Keiner weiß, was eine Seekuh ist. Glaub mir, mach einen Wal draus, das ist besser. Okay. Weil ich deinen Enthusiasmus mag und aus keinem anderen Grund, werde ich dich in die Seeteufel aufnehmen. Ja! Nimm diesen Fischköder. Andere Seeteufel haben sie auch. Auf ihrer Kleidung oder irgendwo angebracht. Geh und finde sie, zeige ihnen deinen Köder und erzähle ihnen deine Geschichte. Sie werden dir Ratschläge geben. Ich bin gut darin, Ratschläge anzunehmen. Lerne so viel du kannst und komm dann wieder hierher und erzähl uns deine Geschichte. Wo kann ich Seeteufel finden, die nicht ihr seid? Du könntest mit der jungen Piratin anfangen, die in der Scumbar rumhängt. Stimmt. Sag ihm nicht, wo er anfangen soll. Er soll nach den Ködern suchen. Entschuldigung. Na gut, da haben wir also jetzt noch eine weitere Quest und sie suchen nach Leuten, die so einen Köder tragen. Ich würde gern ein paar Beulensauger kaufen. Süße kleine Kerle, nicht wahr? Hier ist eine Kiste voll. Das sollte reichen. Soll ich eine Rechnung für dich aufmachen? Klar. Und vergiss den Rabatt nicht. Ei, ei. Dann geht die erste Kiste aufs Haus. Danke. Das ist doch gut. Sie sehen toll aus, aber ich habe keine Schubkarre. Das ist eine tolle Trophäe, die ihr da habt. Ei, das ist eine Kombination aus Trophäe und Fliegenklatsche. Für den Fall, dass wir mal eine Insektenplage haben. Vortrefflich. Oh, hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern müsste auch mal etwas getan werden. Oh, noch eine Quizkarte. Hey, Guybrush! Oh. Da hat es ja anständig geknallt. Die Lampe ist kaputt. Möglicherweise eine Verbesserung. Sie wurde in Schutt und Asche gelegt. Da steht Gefängnisregeln. 1. Keine Fluchtversuche. 2. Keine Erdbeben. Hm. Wahrscheinlich keine schlechte Idee. Otis, Otis, Otis. Was sollen wir nur mit dir machen? Dieses Mal habe ich nichts getan. Ich wurde reingelegt. Wo ist Stan? Haben sie ihn gehen lassen? Nein. Stan wurde zu einer harten Strafe verurteilt. Wusstest du, dass er sich selbst vertreten hat? Ich habe gehört, dass das unklug ist. Sie haben ihn zum Eissteinbruch auf Bermuda gebracht. Er hat aber auch ein Pech. Wobei, möglicherweise hat er es auch verdient. Wir wissen es ja nicht genau. Wo sagtest du, ist Stan? Ach so, da haben wir. Sie haben ihn zum Eissteinbruch auf Bermuda gebracht. Bermuda. Was hast du dieses Mal getan, um verhaftet zu werden? Nichts! Ich stand einfach nur da. Ich kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten. Habe einen Antrag auf Erdbebenhilfe gestellt. Wusstest du, dass man das nur einmal machen darf? Es gibt keine Gerechtigkeit. Ach ja, er bescheißt aber auch immer in der Gegend herum. Hast du Angst, dass der Rest des Gebäudes einstürzen könnte? Ja! Meinst du, du könntest mich nochmal rausholen?
Das bezweifle ich. Es sieht so aus, als wäre etwas mit der Seriennummer des Schlosses passiert. Ich möchte, dass du dem Museumskurator von unserem Gefängnisausbruch vor all den Jahren erzählst. Dem mit den Krügen voll Grog. Er scheint die Geschichte nicht ganz verstanden zu haben. Natürlich! Die Wahrheit ist wichtig. Wenn ich wieder frei bin, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Nun, ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit passieren wird. Ich komme dich bald wieder besuchen. Sag deinen Leuten, sie sollen meine Leute anrufen. Gut, also hier ist alles kaputt. Aber ansonsten kann man ja auch nichts mitzunehmen. Und offensichtlich müssen wir ihn auch nicht nochmal befreien. Oha, eine Menschenschlange. Ich frage mich, worauf sie warten. Worauf wartet ihr alle? Erdbebenhilfe! Und du solltest besser nicht versuchen, dich vorzudrängeln. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Wer sich vordrängelt, wird gegängelt. Ich schätze mal, dass wir hier nicht so richtig vorankommen, wenn wir uns in die Schlange reinstellen. Also machen wir das mal nicht. Hey! Danke, Carla. Viel Glück. Guybrush. Hi. Ich möchte alles über das Geheimnis hören, aber ich muss jetzt zurück auf Scurvy Island. Reden wir später darüber. Okay. Sind wir sehr schnell wieder weg. Hast du die Menschenschlange draußen gesehen? Das sind Bürger, die von dem Beben betroffen sind. Aber es ist kein Geld in den Kassen, um die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Ich verteile quasi Schuldscheine. Kann ich etwas von der süßen, süßen Katastrophenhilfe abhaben? Ich habe dir schon gesagt, dass es kein Geld gibt. Ich verteile Schuldscheine. Ich nehme, was ich kriegen kann. Gut, es ist sowieso kein echtes Geld. Ich muss einen Zweck angeben. Also, wofür ist er? Ich will lokale Unternehmen wieder aufbauen. Ich bin mir sicher, dass du dabei auf die Unterstützung der Öffentlichkeit zählen kannst. Das ist nur ein Versprechen der Stadt, dein Hilfsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt zu unterstützen. Sei nicht zu begeistert. Oh. Das können wir doch jetzt vielleicht dem Koch geben. Da wird er sich doch freuen. Gucken. Es ist ein Schuldschein über Mittel für den Wiederaufbau lokaler Unternehmen. Das klingt doch nach einem Plan. Schubidubidubidu. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass die Gouverneurin Mittel für den Wiederaufbau der Scumbar zu einem unbestimmten Zeitpunkt bewilligt hat? Hat sie das? Das ist ja fantastisch. Ich werde einen abgesenkten Bereich einrichten, der verschütteten Grog auffängt und wiederverwertet. Und einen medizinischen Triage-Raum. Entschuldige mich, es gibt viel zu planen. Ja, jetzt das Buch wieder. Darf ich das Kochbuch jetzt wieder mitnehmen? Sicher, sicher, natürlich. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Ja, das dachte ich mir, aber jetzt können wir wahrscheinlich diesen Rülpswettbewerb gewinnen. Hallo.
Nein, das geht so nicht. Dann nehmen wir noch einen erfrischenden Schluck. Das war erfrischend. Hey, wie wär's mit einem Rülps-Wettbewerb? Immer. Der Gewinner behält den Kugelfisch. Ja, das war ein absoluter Knaller. Ich erkläre dich hiermit zum Sieger. Der Kugelfisch gehört dir. Sehr schön. Haben wir ja das wenigstens geschafft. Ich bin näher denn je dran, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ich bin nicht näher daran, mich dafür zu interessieren. Ach so, ja. Nein. Wir werden nicht weggehen. Wir müssen ja nochmal hier unseren Köder zeigen. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Einmal wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Weißt du, was deine Geschichte braucht, ist ein Teil, der die Bühne bereitet, damit wir wissen, was passiert und wer die Leute sind. Es sollte am Anfang stehen. Wie ein, Ein Anfang? Wie ein Anfang, genau. Zum Beispiel, ich war auf dem Deck einer brennenden spanischen Galeone mit Pferdegesicht und Kratzbürsten Joe. Und dann, ganz plötzlich. Und dann geht es weiter. Willst du es mal versuchen? Okay. Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Ja, so ist es richtig. Offensichtlich bist du neu auf diesem Gebiet. Aber mach dir keine Sorgen. Andere Seeteufel können dir mehr darüber erzählen. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch andere Seeteufel finden. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob wir auf dieser Insel noch was machen können oder müssen. Gesucht. Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung der Person oder Personen führen, die den historischen Mobbaum zerstört haben. Ich werde die Augen offen halten. Ja. Wenn mal das nicht wir waren, was? Es ist schön getrocknet, vorgeschnitten und bereit zum Einsatz. Ich glaube, ich werde meine Manteltaschen mit diesem sperrigen Brennholz füllen. Ich glaube, dass es irgendwo nützlich sein könnte und ich bin sicher, dass es niemand vermissen wird. Oh, eine Quizkarte. Die ich natürlich wieder fast übersehen hätte. So, wir können ja mal wieder einen Blick in das Quizbuch werfen. Haben wir sogar nebeneinander liegende Karten. Am Ende von Monkey Island wurde LeChuck besiegt mit Monkey Island 1. Richtig, wichtiger Unterschied. Am Ende von Monkey Island 1 wurde LeChuck besiegt mit einer Voodoo-Puppe, im Beleidigungsfechten, mit Malzbier oder mit Sprengstoff. Das ist eine Frage für das Publikum. Wer weiß es? Ist sogar ganz pfiffig gestellt, weil in Monkey Island 2 ist das Ende anders. Und das muss man wissen, sonst könnte man hier eventuell das Falsche anklicken.
Denn im zweiten Teil sind wir unten in der... im Tunnel. Tunnel und werden verfolgt. Und da müssen wir tatsächlich eine Voodoo-Puppe bauen. Von Nitschak. Für. Ja, um ihn dann anzugreifen und besiegen zu können. Aber das ist nicht im ersten Teil. Im ersten Teil genügt noch eine fröhliche Flasche Malzbier. Wobei, im Englischen, ja doch, es ist Rootbier, glaube ich. Im Englischen ist es Rootbier. Und ich glaube, es ist nicht ganz das Gleiche. Die Produktion von Monkey Island fand hier statt. Monkey Island 1, Skywalker Ranch, ILM, Lucasfilm North, Z-Building. Ah. Monkey Island 1. Da wäre ich mir nicht mal sicher. Das ist eine Frage, die muss ich wohl anderen nochmal beantworten. Ansonsten haben wir hier noch mehr Fragen. Auch schon ein paar beantwortete allerdings. Das können wir noch nicht wissen, da waren wir noch nicht. Da waren wir auch noch nicht. Oh ja. Es sammelt sich. Erzählen Sie mir etwas über diese Flagge. Oh, es handelt sich um ein äußerst wertvolles Artefakt, das ich kürzlich erworben habe. Eine von Bella Fischers Original-Piratenflaggen. Eine von nur 3 bekannten Exemplaren. Hm. Okay. Also offensichtlich gibt es bei der Bella Fischer mehrere Flaggen und wir wissen jetzt von 2 und es gibt nur eine dritte. Haben wir das jetzt eigentlich hier aufgeschrieben in unserer To-Do-Liste? Das haben wir wohl. Okay, also wir müssen die 5 Schlüssel für den Tresor erhalten. Von einem wissen wir, dass Whitey ihn hat. Von einem weiteren wissen wir, dass die alte Mrs. Smith einen hat. Bella Fischer hatte einen. Da haben wir ein paar Hinweise. Eine ist in Bermuda und eine ist auf Terror Island. Dann sollten wir vielleicht mal versuchen... die Insel mit dem Schiff zu verlassen. Die hat es auch ziemlich gerumst. Und wo man hier kaum was sieht. Hätte ja erdbebentechnisch durchaus mal erwarten können. So, jetzt haben wir die Wahl. Wir können zu diesem treibenden Schiff segeln, nach Terror Island oder nach Scurvy Island. Scurvy Island ist da, wo offensichtlich ja Elaine ist. Du hast recht. Er gibt nicht nach. Das ist starke Magie. Ich könnte ihn mit einem Zauberspruch öffnen, aber ich brauche einen guten Kraftpunkt. Das ist besser, als die Schlüssel zu suchen. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen. Das könnte ewig dauern. Nur ein Narr würde das tun. Ich kenne einen ausgezeichneten Ort für Kraftzauber, aber der ist nicht auf dieser Insel. Kein Problem. Wir können ihn dort wirken und dann hierher zurückkommen. Wir nehmen mein Schiff. Ich bleibe hier und behalte den Tresor im Auge. Und stiehlst das Geheimnis selbst? Wohl eher nicht. Offensichtlich traut niemand jemandem zurückzubleiben. Wir werden alle zusammengehen. Was, wenn jemand anderes herausfindet, dass das Ding hier ist? Die einzige Karte ist irgendwo auf Monkey Island verloren gegangen und wurde wahrscheinlich schon von einem Wildschwein gefressen. Der Kartenmacher weiß, dass es hier ist. Ich habe sowieso noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Und in diesem Fall ist er selbst das Hühnchen.
Ah, Scurvy Island. Hier hat Elaine alle Limetten für das Skorbut-Projekt der Marley-Stiftung angebaut. Sie ist wahrscheinlich schon wieder hier. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Ja. Und das ist doch ein guter Punkt, um hier nochmal ein Päuschen einzulegen. Also einerseits beenden wir dann diese Folge hier und machen dann beim nächsten Mal da wieder weiter und kriegen raus, was diese und die andere Insel noch für Geheimnisse bewahren. Und zum anderen machen wir tatsächlich ein kleines Päuschen. Also von daher, genau, machen wir abspeichern. Scurvy Island. Sehr schön. Genau. Dann gucken wir, wie gesagt, beim nächsten Mal, der nächsten Runde mal, was da noch so an Geheimnissen auf uns wartet und wer uns hier eventuell noch helfen kann. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!